Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen, dass Sie meinem Vortrag den Vorzug gegenüber dem Großereignis Fußball gegeben haben. Die Welt wird ja ganz von dem abhängen, wie das heute ausgeht. Aber ich verspreche Ihnen einen spannenden Vortrag zu dem Thema, was ist das Wissenschaft? Eine Frage, die nicht nur Wissenschaftler betrifft, sondern auch jeden von uns. Immer wieder muss man ja fragen, ist das, was da propagiert wird, was da gesagt wird, was der Arzt sagt, ist das wahr, ist das richtig oder ist es falsch? Meine Damen und Herren, ich bin Mediziner, ich habe Theologie studiert, bin aber dennoch kein Philosoph. Das heißt, der Vortrag ist von einem Laien, der aber sein ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet hat. Ich habe nicht nur im Labor geforscht, nicht nur an der Klinik geforscht. Meine Damen und Herren, ich habe auch eine eigene Studiengruppe. Und jetzt mache ich das Ganze nicht. Doch, eine eigene Studiengruppe gegründet für longitudinale Studien. Sie wissen, das sind ganz besonders schwierige Studien. Daher habe ich eine eigene Studiengruppe gegründet. Meine Familie mit 3 Buben und 3 Mädchen, wissenschaftlich randomisiert, nämlich die Geburtenfolge Mädchen, Bub, Bub, Mädchen, Mädchen, Bub, und das Durchschnittsalter zwischen Buben und Mädchen ist statistisch nicht signifikant. Der Statistiker hat aber gemeint, dass die Probengröße noch nicht entsprechend sei und wir sollten da noch aufstocken. Aber meine Frau und ich konnten uns dazu nicht entschließen. Also, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Thema. Was ist das Wissenschaft? Was ist das etwas für Wahrheiten? Und ich erwähne hier Immanuel Kant, der 3 Arten des für Wahrheitens angegeben hat. Die eine ist das Meinen, die Meinung, die Ansicht, das Gefühl, die Mutmaßung, Vermutung. Die andere Art, etwas für wahr zu halten, ist der Glaube, das Bekenntnis, die Überzeugung, auf jemanden vertrauen. Und die dritte Art des für Wahrheitens ist das, was wir Wissen nennen, nämlich ein gesichertes, tiefschürfendes Wissen. Meine Damen und Herren, warum ich das am Anfang erwähne, ist, weil Wissenschaft mit allen 3 Arten des Fürwahrhaltens zu tun hat. Denn die Struktur des Fragenden, desjenigen, der fragt, hat nicht nur eine persönliche Biografie mit Bevorzugungen, Vorurteilen gegenüber bestimmten Bereichen und Belangen, er muss auch Folgendes aufweisen. Er muss eine Vorkenntnis bezüglich der ihn umgebenden Welt haben. Er muss eine Meinung gegenüber dieser Welt haben, und auch Aristoteles war der Erste, der von Meinungen ausgegangen ist, von den sogenannten Doxa, und hat dann seine Fragestellung formuliert. Wer fragt und Wissenschaft betreibt, muss auch einen Glauben, einen unbegründeten eigentlich Glauben an eine Ordnung und eine Regelmäßigkeit der Welt haben. Denn sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, nach Regelmäßigkeiten zu forschen und sie zu suchen und sie zu beschreiben. Das heißt, die Wissenschaftler müssen auch einen Glauben an diese Ordnung und Ordnungsstruktur und Wiederholbarkeit der Dinge haben. Und schließlich braucht es auch einen Sinngehalt, nämlich bezüglich wahr, beziehungsweise richtig oder falsch. Sonst kann man ja nicht entscheiden, ob etwas gültig ist, gewiss ist, richtig ist. Und dazu dienen eben die verschiedenen Erkenntnistheorien, um aufzuzeigen, wie man zu einer richtigen oder einer falschen Aussage kommt. Wissenschaft, ganz allgemein gesagt,
ist ein bewiesenes, objektives, verlässliches Wissen, das aus Fakten der Erfahrung, gewonnen durch Beobachtung und Experimente, abgeleitet wird. Persönliche Meinungen, Bevorzugung und Spekulation haben keinen Platz in der Wissenschaft. Und da stimmt schon das erste Mal das nicht. Wir werden heute hören, dass Spekulationen, Mutmaßungen gerade bei Karl Popper eine zentrale Rolle spielen. Gerhard Vollmer, der auch ein sehr tolles Buch geschrieben hat, Was können wir wissen, definiert die Wirklichkeitserkenntnis so. Es ist eine adäquate interne Rekonstruktion und Identifikation äußerer Objekte und Sachverhalte im erkennenden Subjekt. Meine Damen und Herren, hier kommen das erste Mal die Begriffe herein, dass etwas eine innere Rekonstruktion ist von einem Subjekt, also einem Beobachter und einem Wissenschaftler. Unser Thema heute ist nicht die formale Erkenntnis, wie zum Beispiel Mathematik oder Logik, auch nicht die ästhetische, religiöse, ethische oder mystische Erkenntnis, die natürlich genauso interessant wäre wie das, was wir heute hören. Ich werde im Verlauf dieses Vortrags folgende Erkenntnistheorien behandeln, den Induktivismus, die evolutionäre Erkenntnistheorie und eingeschoben hier die Biologie des Erkennens, den Falsifikationismus, die Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme, Struktur von wissenschaftlichen Revolutionen, auch den wissenschaftlichen Anarchismus werde ich kurz behandeln und auch das Mitwissen, das Gewissen, wie das Blaise Pascal formuliert hat. Also beginnen wir mit dem Induktivismus. Meine Damen und Herren, jedes dieser Themen hat ein eigenes Symbol. Der Induktivismus hat das Symbol des Truthahnes, denn es gibt eine faszinierende Geschichte von Bertrand Russell zum Induktivismus, nämlich die Geschichte vom Truthahn. Dieser kluge Truthahn wurde immer um 9 Uhr Vormittag gefüttert. Und er wollte wissen, ob er sich darauf verlassen kann, dass er immer um 9 Uhr vormittags gefüttert wird. Und er begann eine groß angelegte Untersuchung. Er hat aufgeschrieben, ob es abhängt von den Personen, die ihn füttern, ob es abhängt vom Wochentag, ob es abhängt vom Monat, von der Saison, vom Wetter, von Temperaturen und viele andere Aspekte hat er gesammelt. Ganz fleißig. 358 Tage lang. Und dann hat er sich gesagt, jetzt kann ich wirklich den induktiven Schluss ziehen, ich werde immer um 9 Uhr vormittags gefüttert. Aber am nächsten Tag war Weihnachtstag und der Koch kam und machte ihn selbst zum Futter. Also mit dem Induktivismus ist es schon einmal sehr schwierig. Und das wollen wir jetzt noch näher besprechen. Induktivismus ist eine Wissenschaftstheorie, bei der aus einzelnen Beobachtungen auf ein allgemeingültiges Gesetz geschlossen wird. Dem Induktivismus liegt die Annahme zugrunde, dass aus vergangenen Ereignissen sicher zukünftige Ereignisse geschlossen werden können. David Hume hat das ganz scharf kritisiert und gezeigt, dass das gar nicht so sein kann. Gehen wir nun ins Detail. Induktivismus beginnt mit singulären Aussagen. Und diese singulären Aussagen sind das, was jeder für sich selber als gesichert und wahr anerkennen kann. Zum Beispiel in der Chemie, wenn man ein Litmuspapier nimmt und in eine Flüssigkeit taucht und sie wird rot, dann sieht das jeder, dann besteht kein Zweifel, dass das so ist.
Oder in der Medizin ein Patient, der an der Beatmungsmaschine hängt und abgehängt wird von der Maschine, wird dann ganz blau, zyanotisch. Das kann dann auch jeder sehen. Das sind also singuläre Aussagen, die absolut unzweifelhaft richtig sind. Das Problem kommt erst, wenn wir daraus universale Aussagen machen. Zum Beispiel, Säure verfärbt Litmuspapier rot. Es könnten auch andere Flüssigkeiten Litmuspapier rot färben. Oder das Abhängen von einem Beatmungsgerät führt nicht notwendigerweise bei jedem Patienten zu diesem Blauwerden, zur Zyanose. Also Induktivismus geht davon aus, dass man das beobachtet, und zwar unbefangene Wahrnehmung, vorurteilslosen Verstand an das herangeht, zu singulären Aussagen kommt, und jetzt kommt eben die Schlussfolgerung auf eine universale Aussage. Und diese Schlussfolgerung hat eine Reihe von Bedingungen. Erstens einmal Schwierigkeiten mit der induktiven Schlussfolgerung. Es ist die Frage, wie viele Beobachtungen muss ich haben, damit ich zu einem richtigen Schluss kommen kann. Welchen Grad der Wahrscheinlichkeit will ich erreichen? Es kann ja eigentlich immer nur ein Wahrscheinlichkeitsgrad angegeben werden. Dann wie steht es mit dem Effekt der Intervention? Zum Beispiel die Hiroshima-Bombe war so eindeutig gewaltsam und zerstörerisch, dass man nicht zwei, drei, vier hintereinander hätte abwerfen müssen, um das zu sehen, dass das eine große Wirkung hat. Oder wenn Sie irgendwo sind und Sie essen von einem Strauch eine Frucht und Sie fallen tot zu Boden, ist es nicht notwendig, dass noch drei, vier, fünf andere das auch ausprobieren. Also ich mache damit auch aufmerksam, es kommt auch auf den Effekt drauf an, wie stark und wie viele Untersuchungen notwendig sind. Dann ist die Voraussetzung für die Induktion, dass man die Beobachtungen unter einer Vielzahl von Bedingungen macht. Es sollte ja für eine Vielzahl von Bedingungen gültig sein. Und das hier ist dann der erste Punkt, wo die Auswahl von einer Theorie abhängig ist. Beobachtung und Experiment setzen nämlich Theorie voraus. Die Beobachtung hängt ab vom Zustand und Blickwinkel des Beobachters, auf das kommen wir noch zurück, auf die Erfahrung und das Wissen des Beobachters, aber auch auf die Erwartungen. Sehr oft werden Daten aufgrund der Erwartung anders gesehen oder dokumentiert, als sie tatsächlich sind. Beobachtung benötigt auch die Bestätigung durch Theorie. Zum Beispiel, wenn hier eine grüne Tafel wäre und ich hätte ein weißes Stück in der Hand und würde hier einen Kreis machen, Ihre erste Vermutung wäre, das ist Kreide. Muss aber gar nicht sein. Ich müsste zuerst ins Labor gehen und testen, ob das chemisch wirklich Kreide ist. Also, viele Dinge sind nicht so einfach, wie man annimmt. Experimente hängen von der Theorie ab. Zum Beispiel auch die Auswahl der Aufgabenstellung. Man könnte hergehen und sagen, Forschung ist, ich vermesse alle Längen, Ohrläppchen aller Menschen in der Welt. Wäre ein Riesendatenkonvolut, aber es hätte keinen Sinn, wenn man nicht daran eine Theorie knüpft, zum Beispiel, dass mit der Länge des Ohrläppchens auch eine Nierenerkrankung gekoppelt ist. Also es ist ganz wichtig, dass jede Untersuchung eine ganz klare Theorie und Fragestellung hat. Und die Auswahl der Umstände, unter denen man das untersucht, ist natürlich auch von der Theorie abhängig. Schauen Sie, ein sehr nettes Buch aus dem Kinderbuch. Sie sehen hier einen Vater mit zwei Kindern spazieren gehen. Die Kinder sagen zum Vater, schau, da hinten ist ein Mann, der fällt Blätter ein. Sagt der Vater, was soll ein Blödsinn, der Sturm hat ihm den Schirm umgedreht. Aber beide haben irgendwo recht. Das kann man noch indem man eine ganz abstrakte Figur hier zeigt, eine Treppe.
Sie können jetzt im Geist diese Treppe von oben nach unten gehen, aber Sie können auch von unten nach oben blicken. Und Sie können sozusagen das hin und her pendeln lassen. Eine ganz abstrakte Figur, die zweimal eine ganz andere Wahrnehmung liefert. Also, deshalb ist es so wichtig, dass man bei allen Untersuchungen eine Kontrolle der Auswahl vornimmt. Und ich zeige Ihnen hier die Unterschiede der Ergebnisse. Wenn Sie zum Beispiel historische Studien haben, die sagen, vor 2015 haben wir den Patienten mit dem Medikament behandelt und es sind so viele gestorben. Nach 2015 haben wir ein neues Medikament genommen, da sind so viel weniger gestorben. Das wäre eine typisch historische kontrollierte Studie. Wenn man hier 50 Studien zu einem Medikament analysiert, ergeben sich 79% Nutzen dieses Medikamentes. Wenn man dann aber randomisierte, also zufallsverteilte Studien macht, dann fällt der Effekt schon auf 20% ab. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen, indem man die Studie verblindet, das heißt weder der Untersucher noch der Untersuchte, weder der Forscher noch der Proband wissen, was da gegeben wird und was untersucht wird. Und Sie sehen, dass dann noch einmal von einer nicht verblindeten Studie auf eine verblindete Studie hin der Nutzen dieses Medikaments, das hier untersucht worden ist, auf 9% abfällt. Also, ich habe Ihnen jetzt ganz klar demonstriert, es kommt eindeutig auch auf die Methode an, mit der Sie etwas untersuchen, was das Ergebnis ist. Also, das ist eine sehr bedeutsame Aussage. Ich komme nun zur nächsten Theorie. Evolutionäre Erkenntnistheorie, beziehungsweise dann eingeschoben die Biologie des Erkennens. Das Symbol hier ist ein Frosch, der mit seiner Zunge nach der Fliege ausgreift sozusagen. Und die evolutionäre Erkenntnistheorie ist ganz stark verbunden mit den Personen Konrad Lorenz und Rupert Rittler, der auch Mitbegründer des Club of Vienna war. Also, evolutionäre Erkenntnistheorie. Die externe Welt bestimmt nicht, was der Beobachter wahrnimmt. Die externe Welt macht den Input in das Beobachtersystem, zum Beispiel Mensch, liefern. Der Beobachter stellt aber ein System mit einer bestimmten inneren Organisation und inneren Strukturen dar. Folglich wird der Input gemäß diesen inneren Strukturen verarbeitet. Was wir Beobachter beobachten, hängt von unseren inneren Strukturen ab. Subjektive Erkenntnisstrukturen passen auf die Welt, in der wir leben, weil sie in Anpassung an diese Welt evolutionär und auch ontisch, das heißt bei jedem einzelnen Menschen, sich herausgebildet haben. Um Ihnen ein klassisches Experiment zu zeigen, wie stark sozusagen die innere Struktur bestimmt, was man wahrnimmt, gibt es dieses berühmte Experiment von Roger Sperry, der bei einem Frosch das Auge um 180 Grad rotiert hat, ohne den Sehnerv zu verletzen und das einheilen hat lassen. Dann hat sich der Frosch entwickelt und hat natürlich ganz andere neuronale Bahnen entwickelt als der, der kein rotiertes Auge hat. Und der normale Frosch schlägt natürlich mit seiner Zunge nach der Fliege, die ober ihm ist, richtig aus. Bei dem Frosch, dessen Auge aber rotiert worden ist, geht das genau in die andere Richtung. Also ein Experiment, das eindeutig sagt, es kommt auf die inneren neuronalen Strukturen an, wie was wahrgenommen wird. In beiden Fällen kam die Fliege an dieselbe Stelle. Also,
Jetzt kommt noch einmal ein Text, der sehr wichtig ist, deshalb als Text. Aufgrund der Beobachterstruktur wird die Welt nicht genauso sein, wie wir sie wahrnehmen, wie sie uns erscheint. Aber sie kann auch nicht völlig anders sein. Hätten wir nicht in diese Welt gepasst und auf die Bedingungen ihres Milieus richtig reagiert, würden wir wahrscheinlich nicht existieren. In der Evolution werden Wildtyp und dann Mutationen, die ja quasi ein blinder schöpferischer Versuch ist, aufgrund der Umweltbedingungen einer Selektion unterzogen, und was erfolgreich ist, wird durch erhöhte Reproduktion der Population konserviert. Das ist das Prinzip der Evolution nach Darwin. Wobei wir heute hinzunehmen müssten, nicht nur die Genetik und Mutationen, sondern vor allem die Epigenetik, nämlich jene Umwelteinflüsse, die das Ablesen der Gene bestimmt, ist wahrscheinlich viel, viel entscheidender. Und die Darwin'sche Theorie wurde ja als solche auch schon hinterfragt. Es braucht dazu auch noch die Epigenetik, um die Umwelteinflüsse wirklich wirksam werden zu lassen. Bildlich kann man aber sagen, dass durch diese notwendige Konservierung der bisherigen Erfolge in der DNA oder in der Epigenetik die einschlägigen Gesetze der Umgebung extrahiert worden sind und verinnerlicht worden sind in uns. Evolution ist eben ein erkenntnisgewinnender Prozess. Unsere Wahrnehmungs- und Denkapparate, sprich Sinnesorgane und Gehirn, werden so an die Welt angepasst, vererbt und bestimmen, und jetzt kommen wir schon zu Immanuel Kant, a priori unsere Denkstrukturen für Raum, Zeit, Kausalität und anderen vorgegebenen Kategorien, in denen wir die Welt wahrnehmen. Sonst wäre ja alles nur ein Nebeneinander. Der ganze Raum, wir wären nur Flecken und sie wären sozusagen ein zweidimensionales Gemälde. Durch unsere Anschauung von Raum ist das alles aber abgesetzt. Zur Biologie des Erkennens hat vor allem Umberto Maturana und Francesco Varella gearbeitet. Und meine Damen und Herren, ich lade Sie jetzt ein, mit mir hier zu lesen. Das ist ein vollkommen wirrer Text, aber sobald Sie ein bisschen länger hinschauen, kommen Sie sofort drauf, was hier steht. If you can read this, you have a strange mind too. Can you read this? Only 50 people out of 100 can. I couldn't believe that. I could actually understand what I was reading. Damit haben Sie quasi auch das, was ich Ihnen zeigen wollte. Sie haben eine innere Struktur, die Ihnen erlaubt, einen Text, der vollkommen wie für jemand anderen erscheinen würde, als Text mühelos zu lesen. Sind Sie sicher, dass der Text aus der Zentralmatura ist? Ich glaube schon. Also, wir kommen zu dem Thema, dass die Struktur des Beobachters bestimmt, welche Antworten als richtig angesehen werden. Nehmen wir die Frage, warum erscheint uns der Himmel blau? Mögliche Antworten sind, na, überzeug dich doch selbst, geh in der Früh an einem wolkenlosen Tag hinaus und dann siehst du, dass der Himmel blau ist. Na, jeder spürt, dass das eigentlich keine Antwort ist. Eine naive Antwort wäre für ein Kind, ja, der Himmel erscheint blau, weil Gott früher aufsteht als du und dann den Himmel blau anmalt. Ein Kind würde das durchaus auch annehmen. Für uns ist natürlich der Himmel blau aufgrund der physikalischen Streuung, Farbzerstreuung des Lichtes durch die Atmosphäre. Aber wichtiger Punkt ist, was als eine richtige Antwort anerkannt wird, hängt eben vom Beobachter ab. Nicht nur das, welche Fragen gestellt werden, welche erklärenden Mechanismen vorgeschlagen werden, was man aus denen ableitet,
und welche Experimente gemacht werden, hängen alle vom Beobachter ab. Und ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist Benjamin Franklin. Er hat ein Phänomen ausgesucht, das er aufgrund seiner Laborarbeiten, er hatte immer mit elektrostatischen Ladungen gearbeitet, wollte er erklären, wie kommt es zum Blitzen. Und er hat eben dieses Thema aufgrund seiner Erfahrung ausgesucht. Er hat gesagt, Wolken bewegen sich gegeneinander, laden sich elektrostatisch auf und dann kommt es zur Entladung, wenn sie genügend aufgeladen sind. Ganz ähnlich wie in seinem Labor, wenn die Spannung groß genug wird, dann springt der Blitz über. Also es gibt also eine perfekte Übereinstimmung mit seinem elektrostatischen Gerät im Labor. Er hätte dann natürlich auch daraus schließen können, dass man ein Kraftwerk machen kann, aber dieses stratosphärische Kraftwerk ist bis heute nicht gebaut worden und ist sozusagen eine interne Theorie. Wenn Sie mir erlauben, noch eine einfältige, einfache Geschichte zu demselben Thema zu bringen, nämlich ein Kind kann fragen, Mama, und zwar ist das in den südamerikanischen Anden, in Chile. Mama, warum bin ich geboren? Wurde ich geboren? Und mit der Frage ist auch schon klar, dass das Kind eine bestimmte Sicht der Welt hat, weiß, dass es geboren wurde und die Mutter kann als erklärenden Mechanismus sagen, ja, der Storch hat dich aus Europa gebracht. Und das ist gar nicht so weltfremd, denn in den Anden gibt es diese großen Kondorvögel, die dann auch junge Lämmer tragen. Und überhaupt werden Babys hinter dem Horizont der dem Kind zugänglichen Welt gezeigt. Das Kind könnte dann auch den Schluss daraus ziehen, na Mama, wenn ich dann groß bin, kann ich dann nach Europa fahren und sehen, wie die Babys sozusagen produziert werden. Und die Mutter könnte sogar das Kind nach Europa nehmen und in eine Adoptionsstelle zeigen, ah, hier werden die Babys produziert und ausgegeben. Der wesentliche Punkt, der hier gemacht werden soll, ist die Auswahl des Phänomens, der erklärende Mechanismus und auch das, was man daraus ableitet und welche Experimente man macht, hängt ganz, ganz stark vom Beobachter ab. Und Maturana behauptet, alle Wissenschaft ist beobachterabhängig. Es braucht eigentlich weder Objektivität, nicht einmal Wirklichkeit. Man kann interne Systeme erfinden, die als solche wissenschaftlich dastehen und funktionieren. Und es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Wahrnehmung und Täuschung. Das kennen Sie aus dem Angeln. Der Fisch glaubt nämlich, der Köder ist ein echter Fisch. Beißt zu, kommt aber erst nachher drauf, dass es doch kein Fisch war. Und Maturana sagt, Wissenschaft ist eigentlich eine Beschreibung der Zusammenhänge der eigenen Erfahrungen, ein eigenes, konsistentes System zu erzeugen. Vielleicht stimmen wir dem nicht ganz zu. Daher gehen wir jetzt weiter zum Falsifikationismus. Karl Popper hat den Falsifikationismus propagiert und er ist genau sozusagen das andere Ende vom Induktivismus. Beim Induktivismus müssten wir ja alle Schwäne der Welt untersuchen, um die Aussage machen zu können, alle Schwäne sind weiß. Popper sagt, das ist ja ganz unmöglich, dass wir alle Fälle auffinden können, aber wenn wir einen schwarzen Schwan finden, dann ist das Statement, die Aussage, die Hypothese, alle Schwäne sind weiß, falsifiziert, widerlegt. Und daher baut er die Theorie auf, es geht eigentlich nur darum, viele Theorien in die Welt zu setzen und dann alle Versuche zu unternehmen, sie zu falsifizieren. Es sollen also hier Theorien
spekulativ vorläufige Vermutungen, Schätzungen, die durch den menschlichen Verstand entworfen werden, aufgestellt werden. Diese Hypothesen sollen einen Geltungsbereich beanspruchen, dass die Welt eben sich so und so verhält, und sollen dann durch Beobachtung und Experimente getestet werden. Und wenn sie nicht den Experimenten standhalten, dann würde man eine neue Theorie konstruieren und wieder versuchen, diese mit Experimenten, Beobachtungen zu falsifizieren. Also Wissenschaft schreitet durch Trial and Error, also Versuch und Widerlegung fort. Eigentlich ähnlich, kann man sagen, wie die Evolution, haben wir schon vorher besprochen. Und nur die tauglichste Theorie überlebt, meine Damen und Herren, aber nur so lange, bis sie falsifiziert wird und eine neue kommt. In dem Sinn gibt es eigentlich hier nichts Bleibendes. Falsifizierbare Hypothesen schauen so aus. Es regnet nie am Mittwoch. Ist eindeutig eine falsifizierbare Hypothese. Sobald es an einem Mittwoch regnet, ist die Hypothese falsifiziert. Oder Katecholamin erhöht den Blutdruck, wenn Sie das nicht tun, falsifiziert. Es gibt schon im Alten Testament ganz klassische Experimente der Falsifikation. Zum Beispiel der Prophet Elia hat mit einem Baalpriester ein Experiment angelegt. Beide haben Altäre errichtet, haben auf den Altären Holzscheiter aufgeschichtet und dann einen Stier in die Hälfte geteilt und aufgelegt. Und dann ging es darum, jeder Priester ruft seinen Gott an, er möge doch das Opfer annehmen, indem er es mit Feuer entfacht und verbrennt. Der Baalpriester hat das gemacht, hat zu seinem Gott gerufen. Aber es hat sich nichts getan. Elias hat dann auch noch gespottet, na, vielleicht ist dein Gott gerade im Mittagsschlaf oder irgendwo anders, und hat dann selber Jahwe angerufen. Und in dem Moment kam das Feuer vom Himmel und hat den Stier und den Altar vollkommen verbrannt und zerstört. Wobei Elia noch etwas gemacht hat, was bemerkenswert ist. Er hat sogar Wasser auf das Holz schütten lassen, um jeden Zweifel auszuschließen, dass es sich um vielleicht ein trockeneres Holz gehandelt hätte bei ihm. Also es gibt auch noch andere randomisierte Studien im Alten Testament, zum Beispiel Daniel am babylonischen Königshof, wo vegetarische Kost und kaiserliche Kost bei Jugendlichen ausprobiert wird. Ich habe das, glaube ich, in dem Handout auch angegeben. Nicht falsifizierbare Hypothesen, meine Damen und Herren, sind meistens Aussagen von Politikern, aber sie können auch so genannt werden, bei Sportwetten kann man Glück haben. Oder unsere neue Regierung könnte doch etwas besser werden. Blutdruck erhöhen sind die Katecholaminen möglich. Das sind lauter nicht falsifizierbare Hypothesen. Man kann Hypothesen aber auch noch spezifizieren und charakterisieren, indem man zum Beispiel den Grad der Falsifizierbarkeit auch angibt und untersucht. Man kann auch natürlich herangehen, muss das klar ausdrücken und die Präzision angeben. Ein Beispiel dazu: zwei unterschiedliche Grade der Falsifizierbarkeit sind hier angegeben. Oben, der Mars bewegt sich in einer Ellipse um die Sonne. Die zweite Hypothese: alle Planeten bewegen sich in Ellipsen um die Sonne. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass die zweite Hypothese leichter zu falsifizieren ist als die erste. Denn da sind viele Planeten, wenn einer, zum Beispiel auch der Mars, schon nicht in einer elliptischen Bahn ist, ist die Hypothese falsifiziert. Wenn denn die Mars bewegt sich in einer Ellipse, das könnte zufällig ja der Fall sein. Also, dann ein Beispiel für das Ausmaß der Präzision. Wir schauen jetzt auf das medizinische Beispiel.
Man kann sagen, das Medikament zu Effekten vermindert die Sterblichkeit von Patienten. Aber man kann die Hypothese präzisieren und sagen, sie vermindert die Sterblichkeit mehr als 50%. Denn eine Verminderung, 1-2% wäre ja auch schon eine Verminderung. Aber das ist eine wackelige Sache. Daher sollte man immer auch präzise Hypothesen aufstellen, die sagen, ja, die Mortalität müsste um mehr als 50% gesenkt werden. Es erhebt sich natürlich nun die Frage, wie können wir Hypothesen beurteilen? Wie können wir wissen, ob eine Theorie 2 besser ist als eine Theorie 1? Und ich habe Ihnen hier 6 Punkte aufgelistet. Ein erster Punkt ist, dass präzisere Erklärungen, die präziseren Tests standhalten, natürlich die Hypothese als bessere dastehen lässt. Ebenso, wenn mehr Sachverhalte berücksichtigt werden, wenn mehr Sachverhalte im Detail untersucht werden und standhalten der Tests. Schließlich, dass eine Theorie zum Beispiel mehr Tests besteht, an denen andere Theorien gescheitert sind. Und der Punkt 5 und 6 sind sehr wichtige Punkte. Eine Theorie, die bisher unbekannte und neue experimentelle Tests vorschlägt oder hervorbringt, ist natürlich besser. Sie ist nämlich produktiver. Sie vereinheitlicht womöglich mehrere Probleme zu einem größeren Problem und stellt Bezüge zwischen verschiedenen Theorien her. Also das wären 6 Punkte, die eine Theorie besser erscheinen lassen als eine andere. Ich habe das noch einmal kurz gefasst hier. Was macht eine gute Theorie aus? Nämlich eine Genauigkeit, Widerspruchsfreiheit, ein großer Geltungsbereich. So eine Theorie ist auch viel interessanter als nur ein kleines Laborexperiment. Wenn Sie eine große Theorie aufstellen, die eine große Geltung in Anspruch nimmt, dann natürlich je einfacher eine Theorie ist, das heißt, umso geordneter und umso mehr integriert sie verschiedene Hypothesen, umso besser ist sie. Und dann natürlich das berühmte Prinzip der Fruchtbarkeit, dass aus einer Theorie immer wieder neue Fragen oder Tests hervorgehen. Und damit kommen wir schon ganz folgerichtig, logisch zur nächsten Erkenntnistheorie, nämlich zur Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme. Das Symbol hier sind Mäuse. Nämlich eine Gruppe von Mäusen ist so beschaffen, dass sie sich vermehrt, immer weitere Stämme sich verzweigen oder sie verkümmern und verschwinden. So geht es mit wissenschaftlichen Theorien nämlich. Und zwar die Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme hat folgendes Programm. Es gibt erstens einmal einen harten Kern der Theorie, der unter keinen Umständen aufgegeben wird. Der wird verteidigt bis auf die Zähne, würde man sagen. Es wird hier ganz genau gesagt, was nicht geändert werden darf. Wenn etwas nicht passt, wird man Hilfshypothesen heranziehen oder auch ad hoc unmittelbare Modifikationen vornehmen. Man wird bei diesem harten Kern versuchen, ihn noch zu stärken, diese Theorie, Hypothese zu verfestigen, indem man festlegt, was man noch ändern kann, damit sie robuster ist. Man kann vielleicht experimentelle Techniken hinzufügen und mathematische Modelle aufstellen. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie das in der Wirklichkeit ist, zeige ich Ihnen hier 2 Hypothesen. Es gab immer schon eine konventionelle Beatmung. Wenn Sie Narkose haben oder krank sind, kann es sein, dass man Sie beatmen muss. Dann gibt es eine Beatmung mit Atemzügen, die so ähnlich sind, wie wir atmen. Das nennen wir die konventionelle Ventilation.
dann hat man aber auch die Idee gehabt, das Dehnen der Lunge ist ja auch sehr gefährlich, wenn man überdehnt. Machen wir doch eine Beatmung, die ganz kleine Atemzüge hat. Dafür aber wiederholen wir diese Atemzüge sehr oft. Und diese nennt sich High Frequency Ventilation. Also der Kern der Hypothese war, High Frequency Ventilation ist besser als die konventionelle Ventilation. Sehr bald hat man gemerkt, dass das nur unter bestimmten Bedingungen stimmt. Nämlich nur dann, wenn man zuerst die Lunge aufdehnt und auf ein bestimmtes Volumenniveau bringt. Nur dann funktioniert diese High Frequency Ventilation. Und dann hat man gesagt, wenn es dann noch nicht funktioniert, dann kann man sie immer noch einsetzen für Fälle, wo andere Methoden nicht erfolgreich waren. Auf der anderen Seite gab es auch eine positive Heuristik, also einen positiven Prozess der Verbesserung, indem man sagt, wir müssen diese Methode einsetzen, bevor die Lunge sozusagen zerstört oder ramponiert ist. Wir müssen sie mit einer bestimmten Frequenz ventilieren, nämlich mit der Resonanzfrequenz, wo man wenig Kraft braucht, um sie zu dehnen. Und man müssen mathematische Modelle aufstellen. Die Ergebnisse dieser vielen Untersuchungen sind jetzt hier dargestellt. Die High Frequency Ventilation war anfänglich als besser eingestuft als die konventionelle. Weil wenn das hier links von 1 ist, gilt es, dass diese Methode besser ist. Im Laufe der Jahre wurden dann aber auch die konventionellen Methoden ein bisschen angepasst und verbessert und dann war schon dahin mit dem Erfolg der High Frequency Ventilation. Das heißt, Sie können auch Tests machen, wenn Sie etwas ganz falsch ansetzen, dann ist die andere nicht so falsche schon besser. Und Sie sehen, dass nachher in weiteren Untersuchungen überhaupt kein Effekt mehr bezüglich dem Outcome auf die Lunge bezogen nachweisbar war. Anfänglich hatte die High Frequency Ventilation auch einen Nachteil. Sie führte nämlich zu mehr Hirnblutungen als die konventionelle. Daher hier als negativ aufgelistet. Aber dann hat man das auch verbessert, indem man das Volumen angehoben hat und Sie sehen, alle Unterschiede sind verschwunden. Also, eine Unzahl von Untersuchungen, die Message, die Botschaft, die hier gegeben wird, ist, eine Hypothese mag am Anfang durchaus sehr vorteilhaft erscheinen, aber kleine Modifikationen der Gegenhypothese führen dann zum Aufheben des Vorteils. Oder bestimmte Nachteile, die anfänglich da sind, werden durch Behebung der Hypothese auch aufgehoben. So, wir kommen somit zu der Frage, naja, wie ist das dann wirklich mit den wissenschaftlichen Hypothesen? Welche gelten denn dann letztlich in der Welt und in der Geschichte? Und Thomas Kuhn ist derjenige, der sich damit befasst hat. Das Symbol ist hier, Sie sehen hier Dinosaurier, die größer werden, die dann auch Flügel bekommen. So ist es auch mit Hypothesen. Sie entstehen, werden größer, werden bearbeitet, entstehen neue. Und so stellt sich eben Thomas Kuhn die Struktur der wissenschaftlichen Revolutionen vor. Er sagt, es gibt eine Vorwissenschaft, also ein erstes Beobachten, ein Meinen, Beobachten, die dann zu einer Art Modellvorstellung führt, die von den verschiedensten Wissenschaftlern dann ausgearbeitet wird. Alle arbeiten an den Details, unter welchen Umständen sie funktioniert, welche Möglichkeiten, alles wird ausgelotet. Ein Heer von Wissenschaftlern arbeitet daran. Das nennt man die sogenannte normale Wissenschaft. Dann stellt sich aber heraus, dass doch Beobachtungen nicht integriert werden können in diese Modellvorstellung. Und es kommt zu einer Krise und es wird ein neues Modell entdeckt. Eine neue Modellvorstellung, die wird wieder von Wissenschaftlern
in Details bearbeitet und dann gibt es eine neue Krise und so schreitet die Wissenschaft fort. Der entscheidende Punkt von Thomas Kuhn ist der, er sagt, alles hängt von der Kommunität der Wissenschaftler ab. Was letztlich gilt, entscheidet die Gemeinschaft der Wissenschaftler. Es ist eigentlich gar nicht anders als wie in der Politik, wo eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Auffassung von den Zuständen des Staates gegen eine andere steht, wo eine Gruppe dann im Laufe der Zeit doch an Boden gewinnt und die andere an Zuspruch verliert. Und so ähnlich ist es hier auch mit den Wissenschaftlern. Nie sind alle Wissenschaftler sozusagen vereint. Es gibt immer ein paar Querulanten, die nehmen aber dann zu und langsam gewinnen sie die Oberhand. Also es ist eigentlich ein gesellschaftliches Modell, ein relatives Modell der Wissenschaft. Also ein Beispiel hier wäre natürlich ein ptolemäisches Weltsystem, das geozentrische System, wo die Erde im Mittelpunkt war, wurde abgelöst vom ptolemäischen heliozentrischen System, wo die Sonne im Mittelpunkt ist. Und übrigens, Popper mit seiner Falsifikation hätte eigentlich da nicht recht gehabt, denn es gab schon ganz am Anfang bei Ptolemäus sehr viele Beobachtungen, die sie falsifiziert hätten. Man blieb aber doch dabei und letztlich hat sie sich dann durchgesetzt. Also, wir kommen zum Schluss, meine Damen und Herren. Entspannen Sie sich, Sie haben diesen Diskurs der Wissenschaftstheorien gleich bestanden. Wir kommen zur anarchistischen Theorie von Paul Feyerabend. Paul Feyerabend schrieb ein bedeutendes Buch, das hatte den Titel Anything Goes. Und er zeigt in diesem Buch anhand von geschichtlichen Beobachtungen, wie Wissenschaft zu Erfolg geführt hat, dass letztlich nie eine Regel dahinter war, sondern meistens ein Großteil der Durchbrüche in der Wissenschaft durch Brechen von Regeln ihren Fortschritt erzielt haben. Ein typisches Beispiel ist diese berühmte Bohrgeschichte, dass Welle und Teilchen eigentlich beide austauschbar sind. Paul Feyerabend war der Meinung, es kann keine festgelegten universalen Regeln für Wissenschaft geben. Anything goes. Alles bringt irgendwo mal Fortschritt. Es ist einfach unrealistisch, die Talente des Menschen durch sozusagen Regeln einzuengen, seine Fantasie quasi durch Regeln von vornherein zu beschränken. Und er sagt, das ist schädlich, denn wenn man dauernd wissenschaftliche Qualifikationen einführt, dann kommen bestimmte Leute nicht zum Zug, die vielleicht brillante Ideen haben. Und er sagt, man darf die Wissenschaft nicht dogmatisch machen, man soll sie möglichst anpassungsfähig belassen. Meine Damen und Herren, der Abschluss, den Abschluss bildet Blaise Pascal, der noch einmal das ganze Feld der wissenschaftlichen Fragestellung eröffnet hat, indem er gesagt hat, der Mensch mit seinem Verstand hat keine totale Einsicht in die Natur. Denn es gibt viele Dinge jenseits des Verstandes, die er nicht begreifen kann. Er hat vor allem keinen Überblick auf die Totalität des Ganzen. Und er hat gesagt, alles, was Wissenschaft ist, hängt eben sehr vom Individuum, vom konkreten Menschen ab. Kommen wir wieder zum konkreten Menschen, zum Beobachter zurück. Und sehr schön gesagt, nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. Wir kennen also die Welt, die Wahrheit, nicht nur vom Verstand, sondern vom Herzen her. Und das Herz steht hier für die Gesamtheit der Person, für die Totalität der Welt. Und er hat gesagt, Gewissheit kann man durch Verstandesübungen nicht beschaffen. Man hat von vornherein schon als individueller, konkreter Mensch die Klarheit, dass wir nicht träumen,
dass wir in Raum und Zeit leben, dass es Zahlen gibt und so weiter, das ist einfach gewiss ohne logische Ableitung. Und sehr schön, es gründet eben im Glauben und im Gewissen, was wir als Grundsätzliches annehmen. Und von dort aus können wir erst unsere Forschung beginnen. Sehr schöner Satz, le cœur a des raisons qui le raison connaît pas. Oder ne connaît pas. Er meint damit, der Verstand hat Gründe, die der Verstand als Grund nicht erkennt, die aber im Herzen erkannt werden. Meine Damen und Herren, es geht hier bei Pascal einerseits um den Gott der Philosophen, um die Logik, um die Vernunftgewissheit im Gegensatz zur Herzenserkenntnis, dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass die Wissenschaft ein Reduktionismus ist, der alles reduziert auf Messbares, Erkennbares und alles andere wird ausgelassen. Und darauf beruht der Erfolg der Wissenschaft, weil es reduziert wird auf Messbares und Manipulierbares. Aus dem Patienten wird der Fall Nummer 1, 2, 3, 4, 5, während in Wirklichkeit jeder Mensch äußerst komplex ist und Gott ihn beim Namen ruft. Es gibt seit neuestem auch wieder ein Journal, das nur Einzelfälle publiziert und nicht randomisierte, kontrollierte, verblindete Studien. Das ist jetzt ein Tier, das Sie nicht mehr beachten müssen, aber ich habe hier auf dem Tier zusammengefasst, was der Club of Vienna noch an Themen für die nächsten 5 Jahre diskutieren kann, nämlich die erste Personperspektive im Vergleich zur dritten Personperspektive, die erste Person als Subjektivität oder mit Thomas Nagel, how it feels to be a bat, wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein, das ist ein rein subjektives Gefühl, oder Objektivität. Wir machen hier Schluss und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.